Da wir keine graue Wellblechwand in unserem Stadion wollten, haben wir dann überlegt, was können wir da machen. Und dann haben wir hier zwischen den Stützen mal abgezählt, waren dann 13 Flächen. 13 Buchstaben hat auch Böllen-Faltor. Das war relativ schnell klar, dass wir da Fabi und Julian nehmen, weil die einfach ja, unglaublich viel Herzblut auch mit reinstecken, weil die viel hier schon gemacht haben. Von Garagentore bis Wänden, bis zu Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Bin ich ganz flexibel in meiner Arbeit, mit Dose, auf Leinwänden, mit Acrylfarben, mit Lack. Jetzt habt ihr auch hier die Lilienschenkel bemalt. Das waren auch verschiedene Flächen und Garagen, habe ich oft auch schon gemacht. Ich freue mich darauf. Das wird, glaube ich, am Ende echt schön, dass wir dann keinen so sterilen grauen Tempel haben, wo wir ab und zu mal auswärts hin müssen, sondern halt wirklich ein blau-weißes Böllen-Falltor, wo jeder auch gerne hinkommt und ja, die Geschichten halt schon an den Wänden irgendwie leben. Als es immer fertiger wurde und man das von Weitem dann quasi das erste Mal wieder gesehen hat, wenn man hier ankam, dann hatte das doch eine sehr schöne Wirkung und was Legendäres. Das macht einen schon stolz und glücklich. In der heutigen Zeit finde ich es auf jeden Fall gut, dass der Name Stadion am Böllen-Falltor erhalten bleibt, weil es ja in der modernen Welt des Fußballs nicht immer gang und gäbe ist. Und dadurch war es natürlich nochmal zusätzlich eine Ehre, diesen Namen auch hier zu gestalten und hier anzubringen. Im Endeffekt haben wir jetzt so es doch ganz gut hingekriegt und 800 Dosen grob reingesteckt. Beschäftigt waren wir da circa so 80 Zeitstunden, würde ich jetzt mal schätzen. Auch für die Mannschaft, denke ich mal, könnte es einen kleinen Push geben, so wenn hier oben so ein riesiges Böllen-Falltor steht, dass man direkt weiß, ja, wir sind hier zu Hause und hier geben wir alles für den Verein.